Hi, eine neue Woche ist rum. Also es ist jetzt Freitag und ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Wir haben 10 vor 4. Ich war gerade noch einkaufen und zwar mit meinem Onkel und meiner Tante. Die wollten heute einkaufen und da habe ich mich dann angeschlossen, weil es sehr gut passt. Denn ich fahre heute Abend ganz spontan wieder mit einigen Kollegen essen. Heute in der Arbeit haben sich das einige überlegt und haben gefragt, ob ich spontan Lust hätte, dazu zu kommen. Und warum nicht? Wir gehen zum Griechen. Ich habe zwar eigentlich null Appetit auf Griechisch, also ich mag Griechisch schon, also vor allem so Pommes und Tzatziki, yum. Aber ich hatte vor ein paar Wochen erst Griechisch und irgendwie kann ich das nicht so oft essen, weil das halt doch sehr, sehr fleischlastig ist und so. Aber es ist bei einem Griechen, wo ich noch nie war. Also vielleicht finde ich da ja irgendwas, was mich so ein bisschen anspricht. Ich werde es euch auf jeden Fall irgendwie abfilmen oder zeigen, was es dann geworden ist bei mir. Jetzt esse ich noch ein bisschen Kokosnuss. Das ist ja meine momentane Snack-Liebe. Ich liebe Kokosnuss im Moment. Und ansonsten ist diese Woche schönes Wetter gewesen. Ich war jeden Tag bei meiner Familie zu Hause und mit dem Hund spazieren. Unter anderem Fußball gucken und achso, Hamburg ist ja übrigens abgestiegen. Ich glaube, da war ich in der letzten Szene stehen geblieben oder so. Ja, es kann nicht alles klappen. Jetzt hoffe ich eigentlich, dass Kiel dafür aufsteigt, weil das wäre halt noch näher an mir dran, Kiel. Wäre natürlich krass, wenn man dann wieder eine Mannschaft in der Bundesliga hätte, die halt so nah an einem dran ist. Wisst ihr, was ich meine? Ist schon irgendwie cool. Aber es sieht ja auch nicht wirklich danach aus, es sei denn, naja, ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, aber ich glaube nicht, dass es noch klappt. Aber dann spielt Hamburg gegen Kiel in der zweiten Liga. Auch interessant. Also mal sehen, ob wir da irgendwie Karten kriegen dann für die nächste Saison. Schauen wir mal. Und in der Arbeit hatten wir diese Woche auch so ein bisschen volles Programm tatsächlich. Wir hatten die Feuerwehr zu Besuch. Wir hatten eine große Feuerschutzübung mit Evakuierung und sowas. Und das ist natürlich sehr aufregend gewesen. Hi ihr Lieben, Sonntag, wir haben Pfingstsonntag und wie ihr hört, ich bin mega erkältet. Seit vorgestern und gestern lag ich irgendwie richtig flach und heute ist es ein bisschen besser, aber wenn ich Schnupfen habe, habe ich immer so doll Schnupfen, dass der ganze Kopf wehtut und alles zu ist, also richtig nervig. Wir waren heute essen mit der Familie. Wir waren in einem Fischrestaurant und es hat uns allen wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Im Hintergrund hört ihr übrigens die Waschmaschine. Entschuldigung, wenn das stört. War sehr, sehr lecker. Ich liebe es immer mit meiner Familie zusammen zu sein und ich genieße das immer total. Und dann haben wir noch ein bisschen was im Garten gemacht. Ich habe ein bisschen Unkraut gezupft, so zwischen unseren Terrassensteinen, das Unkraut raus. Dann habe ich meine Gemüsepflänzchen, also für die Tomaten und so, habe ich mir so ein Mini-Gewächshaus, also so ein Tomaten-Gewächshaus quasi bestellt. Das ist gestern angekommen, das habe ich dann heute aufgebaut. Ich kann euch das gleich nochmal kurz zeigen. Und Jan macht gerade unser... Wir haben so einen Wall zum Nachbarn hin, den hat er gerade noch so ein bisschen ordentlich gemacht, weil wir nächste Woche Urlaub haben und uns Pflanzen kaufen wollen in so einem Großhandel. Und ja, genau. Jetzt wollte ich euch noch einmal kurz zeigen, bevor ich rausgehe mit euch. Ich drehe das mal so um. Das Chaos im Hintergrund. Oh, hier ist übrigens unser neuer Rasenmäher, beziehungsweise unser Rasenmäher. Er ist neu, aber wir hatten vorher auch keinen. Der rote Ferrari-Flitzer. Ich wollte euch mein Oberteil zeigen. Ich durfte mir wieder zwei Sachen bei Shein im Online-Shop aussuchen. Und ich habe mich einmal für diese... Oh, hier ist nochmal ein BH-Träger. Den habe ich gerade mal so reingestopft, weil das halt natürlich nicht zum Schwarz passt. Ich habe das jetzt einmal schnell übergezogen, um euch das zu zeigen. Also es ist quasi so ein Hängetop mit so zwei... Wie auch immer man das nennt, ich weiß es nicht. Es ist sehr, sehr luftig, es hängt... so locker runter. Ich finde es sehr schön. Hinten am Rücken ist es, hat es auch nochmal diese, seht ihr es so? Diese
Streifen. Ich nenne es jetzt einfach mal Streifen. Und ich finde das sehr schön. Also gefällt mir. Ich nehme mal Größe M bei so Oberteilen und meistens passt das ganz gut. Und in dem Fall ist es hier zwar so ein bisschen locker, aber es passt soweit ganz gut. Und ich zeige euch jetzt nochmal das zweite Teil. Das zweite Teil zeige ich euch jetzt nur mal bis hier. Und zwar ist das so ein, wie nennt man das? Bralette. Dazu gibt es noch passend so eine Hose. Die ist aber ein bisschen knapp. Also auch da habe ich Größe M bestellt. Also bei Oberteilen ist es ganz gut, aber bei Hosen ist mein Pushy zu dick. Hallo, am Pfingstmontag. Ich habe gerade Mittagessen gemacht und zwar gibt es eine Tarte. Das ist so Tarteteig und da drauf ist grüner Spargel, Süßkartoffelscheiben und dann eine Mischung aus Frischkäse, so Reibekäse, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Zwiebeln und Knoblauch. Wir haben das schon mal gegessen vor einiger Zeit, so ähnlich, also mit anderem Gemüse drauf. Und ich fand das sehr lecker und ich hoffe, dass das jetzt auch schmeckt, denn wir haben anderen Teig genommen. Wir hatten vorher Blätterteig, also frischen Blätterteig und diesmal ist es eben so ein Tarteteig. Naja, mal sehen. Sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr gut aus. So, es ist jetzt um einiges später. Wir haben 16:45 und das Essen war wirklich ganz lecker. Mit Blätterteig hätte es vielleicht noch ein bisschen besser geschmeckt, weil es dann noch ein bisschen knuspriger gewesen wäre. Aber ansonsten war es wirklich, wirklich gut. Und ich habe gerade eben noch mal ein Stückchen gegessen, was jetzt komplett abgekühlt war. Und das schmeckt fast noch besser als warm. Also das hat mir jetzt gerade richtig, richtig gut geschmeckt. Ja, falls ihr Interesse an dem Rezept habt, sagt mir Bescheid, dann poste ich das vielleicht nochmal als Insta-Story-Bild, dann könnt ihr das screenshotten oder so. Ja, jetzt habe ich noch eine Stunde draußen in der Sonne gelegen. Ich habe aber durch meine Erkältung noch so doll Kopfschmerzen, deswegen habe ich das nicht länger ausgehalten. Und meine Haare sind heute, also es ist so warm mit offenen Haaren und wenn ich sie zusammengebunden habe, kriege ich Kopfweh. Das ist heute echt ein Struggle. Wie auch immer, ich habe die letzte Stunde dann damit verbracht, für heute Abend etwas vorzubereiten, denn heute Abend ist das Relegationsrückspiel und Kiel hat ja noch die kleine Chance, vielleicht in die erste Liga aufzusteigen. Und wir haben uns schon vor ein paar Monaten eigentlich überlegt, weil wir gucken gerne zusammen, so Familie. Und mein Onkel ist, also er reißt immer solche lustigen Sprüche während des Spiels und es wiederholen sich Sprüche auch immer und immer wieder. Und wir haben uns dann mal dran gemacht, also ich hatte damit angefangen, diese Sprüche aufzuschreiben für ein kommendes Bullshit-Bingo. Und jetzt hatten wir 16 Sprüche zusammen und ich habe für jeden so eine kleine Karte hier fertig gemalt, die wir dann heute Abend bespielen werden. Also jeder kriegt quasi so eine Karte und wenn ein Spruch davon fällt, ja, muss man das halt abhaken oder so. Und dann, wenn man eine Reihe hat, dann passiert irgendwas. Also normalerweise ist das so ein Trinkspiel, aber ich glaube, wir sind wenig gewillt zu trinken. Weil ich hatte letztes Wochenende, nach dem Eurovision Song Contest, habe ich ein bisschen zu viel getrunken. Es war gar nicht viel, aber ich kann nicht viel ab. Und mir ging es an dem Sonntag danach echt nicht so gut. Und meine Schwester hatte das Ganze gestern. Und Jan trinkt sowieso nie Alkohol. Deswegen müssen wir uns vielleicht noch irgendwas anderes ausdenken, was passieren wird, wenn irgendjemand ein Bingo hat. Wenn das überhaupt passiert, wenn jemand ein Bingo schaffen sollte. Man weiß ja auch immer nicht. Wir müssen das echt geheim halten, dass mein Onkel so ein bisschen, sonst ist er wahrscheinlich ganz ruhig und sagt gar nichts aus Protest. Ach, wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt fertig. Wir wollen nachher noch zum Abendbrot eine Bratwurst grillen. Und dann gucken wir eben das Spiel zusammen und hoffen natürlich auf ein gutes Spiel. Das wäre schon cool. Genau, das ist so der Plan des heutigen Abends. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal meine Pflanzen, die ich gleich nochmal gießen muss. Hier sind Bohnen. Was das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, falls ihr das wisst. Schreibt es mir mal. Es muss irgendein Gemüse sein. Aber ich habe vergessen, was es war. Dann ist hier Rucola und ich weiß gar nicht, was für ein... Irgendein Salat. Den habe ich von der Schwiegermama von meiner Schwester bekommen.
Dann auch hier meine Bohnen, die sahen schon mal besser aus. Die hatte ich nämlich drin hochgezogen. Und jetzt habe ich sie vor ein paar Tagen rausgepflanzt. Und ja, irgendwie, also im Vergleich, grün, nicht mehr ganz so grün. Ich weiß nicht, ob die noch was werden. Dann habe ich hier halt mein Tomatengewächshaus. Und da habe ich drin drei verschiedene Tomatenpflanzen. Eine Physalis, meine Avocado. So sieht sie mittlerweile aus. Sie bekommt immer mehr Blätter auf einmal. Dann habe ich hier, ich weiß auch nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt. Ich hätte mir das aufschreiben müssen. Hier ist das einzige von meinem Brokkoli oder Kohlrabi, was geworden ist. Und ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen hält. Und hier habe ich vier Gurkenpflanzen, auch von der Schwiegermama bekommen. Und dann habe ich hier noch stehen weitere von den Pflanzen, wo ich nicht weiß, was es ist. ich glaube auch irgendein Salat oder so. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Naja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das alles so richtig ist und was wird, weil das ist ja so mein erster Gemüseanpflanzversuch. Falls ihr da noch irgendwelche Tipps habt oder so, könnt ihr die mir gerne in die Kommentare schreiben. Guten Morgen am Dienstag. Ja, Kiel hat es gestern leider nicht geschafft. Es war auch echt ein schlechtes Spiel, also. Und das mit dem Bingo hat auch nicht funktioniert, weil wir noch Gäste dazu hatten. Und dann hält mein Onkel sich immer sehr zurück mit seinen Sprüchen. Von daher hat er keinen einzigen gesagt. Also das müssen wir dann wohl auf die WM verschieben. Ich habe das alles wieder eingesammelt und dann machen wir das ein anderen Mal. Und ja, jetzt werde ich gleich abgeholt von meiner Schwester und meiner Tante und dem Hündchen. Und wir wollen in so ein großes Blumen-Outlet-Center fahren. Die beiden wollen ein bisschen Blumen shoppen und ich wollte mit, weil Jan und ich da auch hin wollten die Woche. Wir warten aber noch auf eine Fuhre Muttererde, damit wir die Pflanzen, die wir dann kaufen, auch direkt einpflanzen können. Aber dann kann ich schon mal gucken und vielleicht was Kleines mitnehmen. Ich schaue einfach mal und ja, da geht's jetzt gleich hin. Mittwochabend, wir haben schon 7:15. Ich war heute Morgen beim Frühstücken mit zwei Kolleginnen, die gerade in Elternzeit sind, und noch einer ehemaligen Kollegin. Und es war sehr nett. Also die habe ich auch jetzt, naja, so lange auch nicht, aber länger nicht mehr gesehen. Und ja, wir haben uns eben ein bisschen unterhalten. Von 9 war ich da bis 12. Ja. Die Zeit verflog auch irgendwie. Und dann waren Jan und ich noch ganz fleißig im Garten, beziehungsweise Jan war schon vorher fleißig im Garten. Der ist ja immer, ich bin nicht so fleißig wie er. Und zwar hat er zwei Beete angelegt. Wir haben nämlich heute Mutterboden geliefert bekommen. Und die zeige ich euch gleich nochmal kurz. Da wollen wir morgen losfahren und Blumen dafür holen. Wieder in diesem Outlet, wo ich gestern war. Und dann habe ich noch mein Gemüsebeet weiter ausgeschaufelt, weil ich wollte ja eigentlich auf ein Hochbeet warten, aber die Zeit ist mir zu, also es dauert noch irgendwie so 6 bis 8 Wochen, das ist mir zu lange, deswegen habe ich schon mal angefangen, mir ein provisorisches Beet auszuschaufeln an der Stelle, wo eigentlich das Hochbeet hin sollte. Also wir haben genug Platz, das wird dann auch noch, dann habe ich zur Not zwei. Ja, was aber bei dem Wetter auch sehr anstrengend ist. Also ich habe es zur Hälfte jetzt geschafft und ich werde erstmal das bei der Hälfte belassen, denke ich. Dann werde ich morgen den Mutterboden da reinfüllen und die Pflanzen einpflanzen. Und dann haben die ein bisschen mehr Platz als jetzt in den kleinen Töpfchen. Genau. Und ja, das war's dann auch für heute. Dezent fertig. Wir haben heute Donnerstag, wir waren heute Mittag wieder in diesem Blumen-Outlet und haben halt Pflanzen für unsere Beete jetzt gekauft.
Und ja, ich habe gerade mein Beerenbeet ausgehoben. Jan hat schon das Beet quasi für eine Hecke fertig gemacht, auch schon eingepflanzt. Ich werde gleich noch meine Beerenpflanzen einpflanzen. Und dann habe ich schon unseren Hang bepflanzt mit kleinen Sachen. Und ich glaube, dann sind wir für heute auch echt fertig und fertig. Ich zeige euch noch mal kurz, wie das jetzt aussieht. So, das hat Jan heute gemacht. Und hier in dieses kleine haben wir Thymian und Rosmarin gepflanzt und da kommt noch Minze zu. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Hier ist der Hang. Da sind halt so kleine Bodendeckerpflanzen. Dann ist hier mein halbes Gemüsebeet, was ich ausgehoben habe gestern. Die andere Hälfte, ich habe dafür keine Kraft im Moment. Deswegen belasse ich es jetzt erstmal bei der Hälfte. Und da kommen meine Beerenbüsche hin. Stachelbeere, Brombeere, Himbeere, Johannisbeere, Himbeere. Ja, die muss ich wie gesagt noch einpflanzen.